Lehnkjole. Überhaupt, mit Brahms spreche ich am liebsten von Robert. Erstlich, weil Robert ihn vor allem liebt. Und dann hat er bei aller Jugend ein mir so wohltuendes Zartgefühl. Der ganze Mensch ist eine Gabe deutlicher Erscheinung. Eines Teils weit über sein Alter hinaus in seiner Bildung. Und andernteils wieder so ganz kindlich in seinen Empfindungen. Man lernt ihn immer mehr hochhalten und lieben. Robert hat ihn gleich so erkannt, wie er ist. Viel schöne hohe Frau, wie war ihr Brief so lieb, mit dem Umarmen ganz frei.
und nicht darüber schreiben kann. Ich kann nur sagen, dass ich aufs Tiefste erschüttert war und lange nicht lesen konnte. Das war wieder die liebe Hand, ach, und der herrliche Mensch in den Worte. Ach, was hoffte ich nicht gleich alles? Ich erlebe wohl nie wieder so Ergreifendes wie das Wiedersehen Roberts und Klaras. Er lag erst länger mit geschlossenen Augen und sie kniete vor ihm mit mehr Ruhe, als man es möglich glauben sollte. Er erkannte sie aber hernach und auch schon folgenden Tag. Einmal begehrte er deutlich, sie zu umarmen, schlug den einen Arm weit um sie. Schon das musste sie beglücken. Ich kann es gar nicht sagen, wie glücklich ich war, den geliebten Freund wiederzusehen. Ich hatte mich nach Johannes unendlich gesehnt. Er ist ja mein Halt, meine Stütze. Ohne ihn schwindet mir der Mut immer mehr. Robert überraschte mich mit einem lieben Brief als Willkommen wieder zu Hause. Liebe Clara, am 1. Mai sandte ich dir. Liebe Clara, am 1. Mai sandte ich dir einen Frühlingsboten. Die folgenden